In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, wie wir endlich Benutzername und Passwort für den Login loswerden. Los geht's nach dem Intro. Vielleicht habt ihr das jetzt auch schon gesehen, dass manche Dienste wie GitHub euch nach einem Passkey fragen. Und das ist prinzipiell erstmal eine gute Sache. Damit werden wir endlich das Problem mit Benutzername und Passwort los. Niemand will sich Passwörter merken, niemand will sich Passwörter ausdenken. Das kann man zwar ganz gut mit einem Passwortmanager umgehen, aber sind wir ehrlich, schaut euch in eurem Bekanntenkreis um, wer benutzt einen Passwortmanager? Wir werden jetzt trotzdem einen benutzen, wir werden den nicht ganz loswerden, aber ich erkläre euch auch gleich warum und warum das trotzdem alles viel komfortabler wird in Zukunft. Also als erstes, was machen wir hier überhaupt? Warum sollen wir jetzt nicht mehr Logins mit Benutzernamen und Passwort nutzen? Naja, das ist im Prinzip eine veraltete Idee und man hat halt festgestellt, dass Passwörter viele Nachteile haben und so wie Menschen die benutzen, ist das Ganze halt eher nicht sicher. Dafür gibt es jetzt Passkeys, also eigentlich eine gute Entwicklung. Wie das Ganze funktioniert, das erklärt euch zum Beispiel das BSI oder die Presse hier bei Heise. Also das könnt ihr schon alles ohne mich im Prinzip selber einmal recherchieren. Es gibt sogar vom BSI einen Podcast und hier wird auch über Passkeys gesprochen. Was ist aber das Problem mit Passkeys? Wenn ihr also Passkeys benutzen möchtet, dann bindet ihr euch in der Regel damit an einen Anbieter, der diese Passkeys generiert. Das ist entweder euer Windows Hello, euer Google oder euer Apple Account. Und wenn jetzt so ein Anbieter wie Google, Apple oder Microsoft sagt, naja, ihr habt hier ein schönes Online-Konto, mit dem synchronisiert ihr zwar alle eure Passkeys, aber irgendwie hast du jetzt auf YouTube ein Video hochgeladen, das gegen unsere Richtlinien verstößt, was auch immer, wir löschen dir jetzt dein Konto, dann kommst du auch in andere Konten nicht mehr rein. Na klar, ich habe jetzt hier gerade den Aluhut auf, aber natürlich bindet man sich mit solchen Passkeys dann am Ende an einen proprietären Anbieter, der euch im Zweifel auch diese Passkeys wieder entziehen kann. Das ist ein Riesenproblem, nicht nur technisch, sondern auch einfach gesellschaftlich, dass wir diesen Big Tech Firmen diese Macht über uns geben. Und genau wir wollen jetzt hier im Video schauen, wie wir das nicht tun können. Was brauchen wir dazu alles? Ihr braucht den Browser eurer Wahl, irgendeinen Firefox, Chrome, sonst was Browser und wir brauchen KeePass XC. Und das gehen wir jetzt komplett einmal durch. Der Edge ist ja vorinstalliert, ich nutze aber nicht den Edge, ich nutze den Brave Browser. Ihr könnt einfach googeln und den herunterladen, gar kein Problem. Ich benutze aber zum Installieren auf Windows eigentlich Winget und hier nicht irgendwelche komischen Webseiten. Ich gebe hier ein Winget Install Brave minus minus, source ist gleich Winget. Zu Winget habe ich natürlich selbstverständlich auch nochmal ein Video gemacht. Aber das Schöne ist, ich muss jetzt hier nicht irgendeine Webseite aufrufen, ich muss auch keine Installation durchklicken, ich gucke eigentlich nur den Ladebalken zu, wie das Ganze sich installiert. So, das war's schon, ich habe nichts klicken müssen, so wünsche ich mir das, so wie halt in einem App Store man das eigentlich auch gewohnt ist. Jetzt gehe ich hier einmal den Brave öffnen. Okay, das nächste, was ich brauche, ist KeePass XC. Das installiere ich mir jetzt hier auch wieder. Wichtig ist hier, dass ihr mindestens Version 2.7.7 installiert. Erst ab der Version werden Passkeys unterstützt. Und ich mache hier das Video jetzt auch recht aktuell mit genau dieser Version. Auch KeePass XC ist jetzt installiert. Ihr könnt euch das natürlich auch anders installieren, googeln, runterladen, wie auch immer. Ich packe euch auch den Link in die Videobeschreibung. Und hier sucht auch immer nach Updates, einmal mit Ja bestätigen. Ich erstelle jetzt einmal eine Datenbank. Die heißt zum Beispiel Passwörter. Hier lasse ich alles eingestellt. Denke mir jetzt hier ein sicheres Passwort aus. Das ist jetzt das einzige und letzte Passwort hoffentlich, das ihr euch jemals merken müsst. Deshalb wirklich hier ein langes und sicheres wählen. Und ab da werden wir dann die Passwörter loswerden. Natürlich müsst ihr bei allen anderen Anbietern, wie jetzt zum Beispiel Microsoft Hello oder bei Google, auch irgendwie euch authentifizieren. Das geht natürlich dann auch mit einem Muster auf eurem Android-Smartphone mit Gesichtserkennung und das ist jetzt halt hier äquivalent dazu ein sicheres Passwort. Aber wie gesagt, das Passwort benutzt ihr wirklich nur hier, das sollte irgendwie 30 Zeichen am besten lang sein und damit hat man dann ausgesorgt. Das Schöne ist auch, kommt man mal zum Beispiel in eine polizeiliche Befragung, dann muss man dieses Passwort nicht herausgeben. Die Polizei kann euch aber zum Beispiel für eine biometrische Entsperrung euer Smartphone vors Gesicht halten. Das müsst ihr dann erdulden.
Und die können euch bei der erkennungsdienstlichen Behandlung auch Fingerabdrücke abnehmen. Also wer wirklich ganz sicher sein will, nutzt ein sicheres Passwort, das er nur weiß, nur hier verwendet wird. Und damit ist man auch so ziemlich auf der sicheren Seite, wenn es um behördliche Maßnahmen zum Beispiel geht. Ich gehe hier mal auf Fertig und jetzt kann ich mir diese KDBX-Datei speichern. Die muss man so abspeichern, dass die halt auch gesichert wird in der Cloud-Lösung zum Beispiel. Würde jetzt auch auf OneDrive gehen. Diese Datei ist verschlüsselt und man muss sich da jetzt also keine Sorgen machen, dass der Cloud-Anbieter da reingucken kann. Deshalb haben wir ja ein sicheres Passwort am Anfang gewählt. Einmal speichern und jetzt, wenn wir schon in KeePass XC sind, aktivieren wir direkt die Browser-Integration. Dazu gehe ich hier oben in der Menüleiste auf Werkzeuge und hier kann ich dann Einstellungen auswählen. Wenn ich dann unter Einstellungen bin, sehe ich in der linken Seite die Browser-Integration. Einmal anklicken und hier ist die Browser-Integration deaktiviert. Und genau das klicken wir einmal, Browser-Integration aktivieren. Aktivieren das für unseren Browser, bei mir ist das der Brave, also da muss der Haken sitzen. Und hier oben kann ich für Brave einmal auf diesen Link klicken und dann komme ich direkt in die Seite mit dem Browser-Add-on. Und selbstverständlich möchte ich das jetzt installieren. Ich ziehe mir den mal groß und klicke einmal hier auf zu Brave hinzufügen und klicke auf Erweiterung hinzufügen. Jetzt gehe ich wieder in mein KeePass XC zurück und klicke einmal auf OK, denn nämlich erst jetzt wird hier die Browser-Integration überhaupt aktiviert und zurück im Brave, wieder auf das Add-on hier oben, das kann ich mir auch anpinnen, dann muss ich hier nicht ständig klicken, klicke ich nochmal auf Neu laden und wieder verbinden. Jetzt gibt es eine Verbindung zu meinem KeePass. Und das nenne ich jetzt einfach mal Useful Wit, diese Verbindung. Und jetzt gibt es eine Verbindung zwischen meiner lokalen KeePass-Datenbank und dem Browser-Plugin. Und ihr wart es ja bestimmt irgendwie gewohnt, vorher jetzt eure Benutzerdaten zu erzeugen und sowas. Und das können wir jetzt hier ganz gut eigentlich überspringen. Denn wir gehen hier oben mal in die Einstellungen des Browser-Plugins. Also nochmal hier auf das Symbol klicken und dann links auf das Einstellungszahlrad. Hier scrolle ich jetzt nach unten, bis ich zu dem Punkt komme, Passkeys. Und hier klicke ich dann auf Enable Passkeys und das war's. Nicht ganz, also diesen Passkey Fallback, den nur aktiviert lassen, wenn das Betriebssystem nach Passkeys dann gefragt werden soll. Aber das wird bei mir nie vorkommen, deshalb nehme ich den Haken raus. Ist auch zur Fehleranalyse ein bisschen einfacher. Okay, wir haben jetzt also alles konfiguriert, damit wir Passkeys benutzen können. Die Browser-Integration ist aktiviert im KeePass XC. Das Browser-Add-on kann Passkeys verarbeiten. Wir brauchen jetzt also nur noch eine Webseite, die Passkeys akzeptiert. Eine Webseite, die ihr vielleicht kennt, ist GitHub. Das Problem da ist aber, wenn ich mir da aktuell einen Account erstelle, zum Beispiel wenn ich hier auf Sign Up gehe, will der einmal eine Mailadresse von mir und danach will er ein Passwort von mir und erst dann könnte ich ein Passkey einrichten. Das ist aber überhaupt nicht Sinn und Zweck davon. Eigentlich will ich jetzt ja nur Passkeys verwenden und nicht wieder die schwachen Passwörter von vorhin. Kann ich euch kurz demonstrieren. Ich denke mir eine Mail aus, @gmx.de und dann gehe ich auf Continue und dann sagt er Create Password. Kann ich euch jetzt hier alles natürlich zeigen, macht inhaltlich einfach aber keinen Sinn, weil ich möchte eigentlich Passwörter loswerden. Stattdessen google ich mal Passkey Demo. Es gibt eine Seite, die mich überzeugt hat, wo ich das schön vorführen kann. Ich muss die gerade mal suchen. Das ist die richtige, genau. Denn die zeigt jetzt alle Vorteile von einem Passkey. Und hier unten steht auch, was ich machen muss. Also, Sign-In kann ich ja nicht. Ich habe ja noch kein Account hier. Aber ich kann jetzt einfach mal so tun, als würde ich jetzt hier ein Username anmelden. Einfach UsefulWit. Dem gebe ich irgendein Passwort, 123 zum Beispiel, hinten dran steht auch noch was, ist egal, brauchen wir jetzt nicht genau wissen, will be ignored in this demo und dann habe ich jetzt ein Account hier registriert, hier gehe ich mal auf nie und hier kann ich jetzt sagen create a passkey. Es wäre natürlich sinnvoll, dass man beim Anmelden direkt ein Passkey und gar kein Passwort mehr generiert. Aber ich klicke jetzt mal hier auf create passkey und jetzt übernimmt die Browser-Erweiterung von KeePass XC und fragt mich jetzt für den Benutzernamen UsefulWit und diese Gegenseite, soll ich da mal mich registrieren mit einem Passkey? Ich klicke auf Registrieren und jetzt passiert alles automatisch im Hintergrund. Ich gehe nämlich jetzt mal auf KeePass XC und wenn ich das hier groß ziehe, dann sehe ich, dass ich hier eine Gruppe habe, die heißt einfach KeePass XC Browser Passwords.
Hat er irgendwie extra angelegt, ist ja auch egal, kann ich ja hin und her ziehen, wenn ich das nicht in dieser Gruppe haben möchte. Auf jeden Fall hat er mir jetzt hier diesen Eintrag angelegt, ohne mein Zutun. Und das Schöne ist, da steht der Benutzername drin, da steht die URL schon drin und hat auch den Tag Passkey. Und wenn ich jetzt unter Fortgeschritten gehe, sehe ich eben ein paar Attribute, die eben diesen Passkey im Prinzip ermöglichen. Hier ist auch der Passkey Username zum Beispiel drin. Das muss man nicht manuell machen, das habt ihr ja gerade gesehen, passiert vollständig automatisch. So, wie melde ich mich jetzt hier aber an? Ich kann jetzt hier einmal sagen Sign Out und hier gibt es jetzt diesen unscheinbaren Link Use One Button Sign In Instead und das ist der große Vorteil von Passkeys. Ich kann jetzt hier auf diesen Button klicken. Jetzt wird eine Anfrage an meinen KeePass geschickt, ob es für diese Webseite eben einen Passkey gibt und tatsächlich, der findet einen, hat er ja auch selber angelegt und jetzt sage ich hier einfach authentifizieren. Jetzt muss ich kein Benutzername und kein Passwort mehr eingeben, das wird jetzt alles vollautomatisiert hier eingegeben und ich bin eingeloggt. Und das Ganze kann ich jetzt als weitere Authentifizierungsmethode bei meinen ganzen Webdiensten angeben und mich da relativ simpel einloggen. Warum funktioniert das jetzt noch nicht so gut? Warum muss ich mir hier überall noch ein Passwort ausdenken? Naja, das ist eine relativ junge Technologie oder jetzt zumindest wird sie gerade halt frisch implementiert von vielen Diensten. Ich glaube, so neu ist die jetzt auch nicht mehr. Und deshalb sind die wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig noch und nutzen noch die alte Passwort-Anmeldemethode, zumindest, dass da ein Fallback existiert. Aber eigentlich müsste jetzt hier GitHub nicht mehr nach dem Passwort fragen und auch hier diese Passkey-Demo-Webseite müsste jetzt auch nicht mehr nach dem Passwort fragen. Also ja, bräuchte ich eigentlich nicht. Der Vorteil ist, ich habe hier wieder KeePass im Einsatz und kann das jetzt über meine Geräte synchronisieren, wenn ich eine Cloud-Lösung nutze. Die Cloud-Lösung selber weiß nichts von meinen Passkeys und wenn jetzt zum Beispiel der Anbieter Microsoft oder Google sagt, ich mag euch nicht mehr, ich lösche eure Accounts, ist das ja trotzdem eine lokal gespeicherte Datei, diese KDBX-Datei. Die könnten die jetzt theoretisch auch noch komplett löschen und diese Löschung synchronisieren. Deshalb macht es halt immer Sinn, die selbst zu verwalten und ein Backup von dieser Datei auch nochmal vorrätig zu haben. Entweder man macht das Backup einfach manuell auf einen USB-Stick oder man automatisiert den Backup-Prozess. Dazu stellt auch KeePass selbst Tools zur Verfügung oder Einstellungen zur Verfügung. Ich will auch jetzt keine Empfehlung aussprechen, Passkeys zu benutzen. Es ist jetzt aktuell einfach ein weiterer Weg, sich zu authentifizieren. Ich werde mir das Ganze auf jeden Fall anschauen, auch in meinem privaten KeePass. Als weitere Authentifizierungsmethode ist das auf jeden Fall interessant. Dann muss man nicht vielleicht immer SMS bekommen oder Mails bekommen, um irgendwie einen zweiten Faktor einzugeben. Aktuell wird Passkey ja noch als relativ sicher angesehen. Welche Angriffe es darauf gibt, das werden wir auch in Zukunft dann sehen. Aber auf jeden Fall sollte das eine bessere Möglichkeit als Benutzername und Passwort sein. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, gerade was KeePass angeht. KeePass XC kann das jetzt ganz neu, seit 2 Wochen. Spannend wird es zum Beispiel auch, wie sieht es auf dem Smartphone aus? KeePass DX muss ja auch irgendwie jetzt mit Passkeys eigentlich umgehen können. Denn aktuell kann es das meines Wissens nach noch nicht. Also auf dem Smartphone kann ich das nicht verwenden. Und das muss ja jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen sich auch noch ändern, dass man hier eben auch diese Methode von KeePass XC über KeePass DX zum Beispiel nutzen kann. Diese Sachen sind ja hier einfach nur als fortgeschrittene Attribute gespeichert und jede App kann darauf zugreifen und ich hoffe, dass es da eine Lösung auch für die Smartphones gibt in Zukunft. Ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben, was ihr von Passkeys haltet und ob ihr die bei Google zum Beispiel speichert oder ob ihr meine Methode nutzen würdet, die bei eurem Passwortmanager zu speichern.